A 3.0. Gegeben sind die Funktion f mit der Gleichung y ist gleich 3 durch x mit der Grundmenge aus positiven reellen Zahlen kreuz positive reellen Zahlen und das Quadrat a, b, c, d mit den Eckpunkten a 0, 4, b minus 4, 0, c 0, minus 4 und d 4, 0. 3.1. Der Graph zu f schneidet die Gerade AD in den Punkten S1 und S2. Bestätigen Sie durch Rechnung, dass für die Koordinaten der Punkte S1 und S2 gilt. S1, 3, 1 und S2, 1, 3. So, wir sollen also die Koordinaten dieser beiden Punkte berechnen. Und das sind nichts anderes als Schnittpunkte zwischen der Funktion f und der Geraden durch AD hindurch. Und die bekommen wir, indem wir die beiden Gleichungen gleichsetzen. Das Problem ist noch, uns fehlt die Geradengleichung der Geraden AD, also müssen wir diese erst aufstellen. Wir haben hier die Strecke AD. Nun, die Gerade AD verläuft genau hindurch. Man kann so über die Eckpunkte bis hinaus verlängern, um sie mal zu skizzieren. Und mit Hilfe dieser beiden Punkten A und D lässt sich die Geradengleichung auch aufstellen. Die allgemeine Geradengleichung heißt ja, y ist gleich m mal x plus t, wobei m die Steigung der Geraden ist und t der y-Achsenabschnitt. Das Schöne hier dran, der y-Achsenabschnitt ist ja immer der Punkt, wo die Gerade die y-Achse schneidet und in diesem Fall ist es genau unser Punkt A. Also können wir aus den Koordinaten von A schon den y-Achsenabschnitt, also unser t, herauslesen. Also ist t gleich 4. So, fehlt noch unsere Gerade, unsere Geradengleichung. Dafür brauchen wir die beiden Punkte, durch die sie verläuft, nämlich a mit 0, 4 und d mit 4, 0. Jetzt müssen wir die Steigung berechnen. Dazu hilft uns eine bekannte Formel. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 12 und die heißt, die Steigung einer Geraden lässt sich berechnen aus der y-Koordinate des zweiten Punktes minus die y-Koordinate des ersten Punktes geteilt durch die x-Koordinate des zweiten Punktes minus die x-Koordinate des ersten Punktes. So, jetzt setzen wir einfach ein. Y von d, also der y-Koordinate, 0 minus die y-Koordinate von a, geteilt durch die x-Koordinate von d minus die x-Koordinate von a. Und das kann man jetzt vereinfachen. Das sind dann minus 4 geteilt durch 4. Noch einmal gekürzt ergibt sich die Steigung mAd ist gleich minus 1. Und das setzen wir jetzt nochmal in die allgemeine Geradengleichung ein. Und dann erhalten wir y ist gleich minus 1 mal x plus 4. Und das ist jetzt die Geradengleichung der Geraden AD. So, jetzt wollen wir die Schnittpunkte herausfinden. Nochmal zur Erinnerung, die Gleichung der Funktion, die oben angegeben war, war y ist gleich 3 durch x. Jetzt müssen wir diese beiden Gleichungen gleichsetzen. Und daraus folgt dann minus 1x plus 4 ist gleich 3 durch x. Diese Gleichung lässt sich auch jetzt mit Hilfe des Taschenrechners lösen, zum Beispiel mit Hilfe des Solvers oder über die Funktion Calc und Intersection, die dann gleich die entsprechenden Schnittpunkte ausgibt. Wir rechnen es aber von Hand weiter und formen die Gleichung so um, damit wir am Schluss einen Wert für x rausbekommen.
So, zuerst will ich dieses x hier aus dem Nenner raus haben. Das heißt, ich multipliziere die Gleichung einmal mit x. Da muss ich dann nur aufpassen, dass ich auch hier beide Summanden mit x multipliziere. Also minus 1x mal x sind minus 1 mal x². X mal x sind x². Und plus 4 mal x sind 4x. Und das soll 3 sein. So, jetzt sehen wir haben hier eine quadratische Gleichung. Und quadratische Gleichungen lösen wir mit Hilfe der Mitternachtsformel. Dazu ist es wichtig, eine der beiden Seiten auf 0 zu bringen. Das schaffen wir hier am ehesten, wenn wir die 3 mit minus 3 auf die andere Seite rüberschieben. So, jetzt kann man die allgemeine Form für quadratische Gleichung nochmal drunter schreiben. Das ist ax² plus bx plus c gleich 0. Und diese Form brauchen wir, um die Mitternachtsformel einsetzen zu können. So, zuerst berechnen wir die Diskriminante. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 10. Und die heißt, Diskriminante lässt sich berechnen aus b² minus 4 mal a mal c. So, jetzt schaut man einfach nach, was ist b, was ist a, was ist c. Das kriegt man jetzt hier durch diese Gegenüberstellung. A ist immer der Zahlfaktor von x², b ist immer der Zahlfaktor von x und c ist immer die Zahl ohne Variable. Also setzen wir ein, d ist gleich b² minus 4 mal a, a ist hier minus 1, mal c und c ist hier minus 3. So, das rechnen wir jetzt aus. 4 Quadrat sind 16. Und jetzt im zweiten Teil minus mal minus mal minus ergibt auf jeden Fall minus. Und 4 mal 1 mal 3 sind 12. Und 16 minus 12 sind 4. Die Diskriminante ist positiv, das heißt automatisch, es erwarten uns zwei Lösungen. Wird uns ja auch schon in der Aufgabe verraten, wir brauchen zwei Schnittpunkte. So, jetzt können wir mit der Lösungsformel nochmal weiterrechnen. Die befindet sich ebenfalls auf Seite 10 der Formelsammlung und die heißt x1 bzw. x2 lässt sich berechnen aus minus b plus minus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. So, rechnen wir erstmal x1 aus. Das wäre dann der Weg minus b plus Wurzel der Diskriminante. B war 4, also minus 4. Plus die Wurzel aus, die Diskriminante, war ebenfalls 4, geteilt durch 2 mal, und jetzt a eingesetzt, und a war minus 1. So, das vereinfachen wir. Die Wurzel aus 4 ist 2. Und 2 mal minus 1 sind minus 2. Das wäre dann minus 2 geteilt durch minus 2. Und das ist gleich 1. So, rechnen wir gleich die zugehörige y-Koordinate aus, indem ich einfach diese x-Koordinate nehme und in eine von meinen beiden Gleichungen einsetze. Ich nehme jetzt einfach mal die Gleichung von f, von dieser Funktion, und gucke, was für ein y-Wert ich dann erhalte. Also y ist gleich 3 geteilt durch, und für das x setze ich jetzt meinen ausgerechneten Wert ein. Also 3 geteilt durch 1, und das ist nichts anderes als 3. Also hat mein erster Punkt die Koordinaten, ich nenne jetzt mal P1, 1, 3. So, das gleiche mache ich jetzt für x2, ist gleich. So, der zweite Weg ist, minus b minus der Wurzel der Diskriminante geteilt durch 2a. Also wieder minus 4 und diesmal minus Wurzel aus 4 geteilt durch 2 mal minus 1. Rechnen wir aus. Minus 4 minus
Wurzel aus 4 war 2, geteilt durch minus 2. Minus 4, minus 2 sind minus 6 und minus 6 geteilt durch minus 2 ist gleich 3. Setzen wir wieder in unsere Funktion f ein. So, 3 geteilt durch x und für x setzen wir jetzt die 3 ein, also 3 geteilt durch 3 und das ist 1. Also hat unser zweiter Punkt die Koordinaten 3, 1. So, schauen wir jetzt noch einmal nach, sind es tatsächlich die gesuchten Punkte von oben? P1 hatten wir mit 1, 3 ausgerechnet und 1, 3 hat in diesem Fall der Schnittpunkt 2. Also ist es gleich S2. Und als zweiten Punkt hatten wir die Koordinaten 3, 1. Ja, und das sind genau die gleichen Koordinaten, wie S1 besitzt. Ist also unser Schnittpunkt S1. Und wir sind fertig.